Heute geht's mir wie der Weimarer Republik. Meine Verfassung könnte besser sein. Nichts gewagt. Cut! Hallo, hallo meine Lieben, ich bin's Roseberg und willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich mit euch ein paar Informationen über die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband teilen. Und wenn es euch interessiert, bitte bleibt dran und ohne weitere, lasst uns damit anfangen. Yay, die Rose ist endlich mal Deutsche. Ja, war ein langer Weg. Und in dieser Reise habe ich halt ganz viele Informationen zusammengesammelt, die ich mit euch heute teilen möchte. Und vielleicht bist du oder deine Angehörigen oder ein Kumpel von dir einfach dabei, auch sich einzubürgern. Oder ihr spielt einfach mit dem Gedanken, sich einbürgern zu lassen. Und ihr habt ganz viele Fragen über überhaupt. Dürft ihr das? Könnt ihr das? Wie geht das? Und was braucht ihr? Und diese möchte ich jetzt mit euch durchgehen und aufklären. Und ich werde erstmal damit anfangen zu sagen, dass um sich einbürgern zu lassen, es gibt sechs Bedingungen. Es gibt sechs Bedingungen, die du erfüllen musst, um überhaupt Anspruch auf deutsche ja, Staatsangehörigkeit zu haben. Und die sind die sechs Bedingungen. Das erste, du musst mindestens 8 Jahre in Deutschland rechtmäßig gewohnt haben oder gelebt haben. Und in diesen 8 rechtmäßige Jahre musst du eine gültige Aufenthaltstitel, Aufenthaltserlaubnis gehabt haben. Das heißt, du dürftest nicht in den 8 Jahren, die du in Deutschland gelebt haben, nicht über 3 Jahre im Ausland gewesen sein. Das geht nicht. Sonst fällt diese 8 Jahre. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Das heißt, wenn du mehr als 8 Jahre rechtmäßig in Deutschland gelebt hast, dann erfüllst du diese Bedingungen. Und dafür gibt es aber auch Ausnahmen, wie viele Sachen in Deutschland. Zum Beispiel bei deutsche Verheiratete oder bei Asylbewerber, Flüchtlinge gibt es ein paar Ausnahmen. Bei deutsche Verheiratete kann diese Zeit bis zu 3 Jahre verkürzt werden und bei Flüchtlinge auch bis zu 6 Jahren. Aber für stinknormale Menschen, so wie ich, musste man 8 Jahre in Deutschland gelebt haben, bevor man sich einbürgern lassen darf. Okay. Zweitens, man muss ausreichende Deutschkenntnis nachweisen. In diesen Regeln gibt B1 als der deutsche Kenntnisniveau, die man nachweisen muss, weil man davon ausgeht, dass wenn man ein B1-Level hat, dass man sich in Deutschland problemlos verständigen kann. Okay. Drittens, man muss nachweisen, dass man selbstständig seinen Lebensunterhalt ja, aufkommen kann. Selbstverständlich. Viertens, man muss nachweisen, dass man nicht strafbar verurteilt worden ist. Und fünftens, man muss bekennen zur Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Sechstens, man muss den bis jetzige Staatsangehörigkeit abgeben. Okay? Sechs Bedingungen. So, ja, wenn du diese sechs Bedingungen erfüllst, herzlich Glückwunsch, du darfst dich einbürgern lassen. Okay. Also, wenn du zu den Ausländerbehörden gehst, bringst du folgende Unterlagen mit. Zum einen deine Zeugnisse. Alle Zeugnisse, die du besitzt. Das heißt,
von Abitur, Uni, Bachelor, Master, Deutschkenntnisse, irgendwelche Deutschzeugnisse, die man besitzt, bring einfach alle mit. Zweitens, Lebenslauf. Alles dokumentiert und aufgelistet, Jahr nach Jahr. Ob man Au-pair gemacht hat, ob man eine Pause gegönnt hat, Auslandsjahr, alles wird ganz detailliert dokumentiert auf einem tabellarischen Lebenslauf. Drittens, du brauchst dein Deutschkenntnisnachweis. Es gilt immer, dass der B1-Deutschkenntnisniveau ausreichend ist. Man geht davon aus, mit dem B1-Deutschkenntnis, dass man in der Lage ist, sich in Deutschland problemlos zu unterhalten, überhaupt problemlos zu leben. Okay, die drei Sachen. Und zum Thema Lebensunterhaltnachweis braucht man das Arbeitsvertrag, ja. Und das heißt nicht nur der Arbeitsvertrag, sondern auch die letzte 3-monatige Monatseinkommensnachweis, Lohnabrechnungen oder was auch immer. Einfach die letzte 3 Lohne muss man nachweisen, zusätzlich zu dem Vertrag. Wichtig hier muss man auch erwähnen, dass man nicht in der Probezeit sein darf. Und wenn du in der Probezeit bist, wie bei mir zum Beispiel der Fall gewesen war, muss man, könnte man, sollte man eine Vereinbarung mit dem Chef vielleicht treffen, ob er diese Probezeit verkürzen kann. Davor kriegt man so ein Formular aus der Einbürgerungsbehörde mit, den kann man einfach dem Chef weitergeben und wenn er einverstanden ist, verkürzt er einfach diese Probezeit. Okay, man bringt auch ein Einbürgerungs Urkunde mit. Und dafür muss man erstmal einen Einbürgerungstest machen. Für mich war es halt in der Volkshochschule, das heißt, man geht zur Volkshochschule, meldet sich für die Einbürgerungstest an und die Anmeldung und die Einbürgerungstest selber kostet 25 Euro. Und man kann sich auch für die Einbürgerung Vorbereitungskurse anmelden, wenn man Interesse daran hat. Ansonsten gibt es auch online ganz viele Einbürgerungsvorbereitungstests, die man einfach runterladen kann und einfach machen kann und weiter übt. Es gibt auch Bücher, die man lesen kann und einfach sich gut vorbereitet. Sollte man auch wirklich machen, denn die Fragen sind nicht so ganz ohne. Ja, sollte man sich wirklich gut dafür vorbereiten. Die Einbürgerungstest besteht aus 33 Fragen. Bestanden gilt, wenn man 17 davon richtig hat. Die Einbürgerungsurkunde wird nach Hause geschickt. Das heißt, nach 6 bis zu 8 Wochen kriegt man so einen Bescheid, so einen Brief mit der Einbürgerungskunde drin und das bringst du einfach zur Einbürgerungsbehörde mit. Okay. Du bringst auch deine Geburtsurkunde mit. Das zeigt wahrscheinlich, wo du geboren bist, zu welcher Staatsangehörigkeit du gehörst. Und das ist wichtig, denn je nachdem, welche Staatsangehörigkeit du jetzt hast, es kann sein, dass du ein Einbürgerungsverzicht auf deine vorherige Staats beantragen musst oder nicht. Es gibt Länder, wo man diese Austritt aus der vorherigen Staats nicht machen muss. Länder wie zum Beispiel, ich denke, Brasilien oder wahrscheinlich irgendwo in diesen Kriegsgebieten, wo zum Beispiel die Leute für die Militär weiter verfolgt werden könnten. Darauf wird dann verzichtet, dass man aus der vorherigen Land austreten muss. Für andere Länder, Kenia zum Beispiel, muss man tatsächlich aus dem vorherigen Staat sich ausbürgern lassen. Für Kenia zum Beispiel ist es schon ganz langwieriges Prozess. Aus der kenianischen Botschaft bekommt man so eine Liste von Sachen, die man zuschicken muss.
die muss man sich besorgen und die ganze Übersetzungen muss man auch machen, denn alles, was auf Deutsch ist, kann man nicht nach Kenia schicken. Das muss man übersetzen und beglaubigen lassen und dann erst nach Kenia schicken. Die ganze Ausbildung aus der kenianischen Staatsangehörigkeit kostet 230 Euro. Die musste ich auch bezahlen. Und das Ganze dauert über 6 Monate. Und erst danach bekommt man dann diese Einverständnis aus der kenianischen Stadt, dass du aus der kenianischen Staatsangehörigkeit austreten, ausgebürgert werden kann oder ausgebürgert werden bist. Ja, und wenn man alle diese 6 Sachen zusammen hat, ja, dann ist man bereit. Das Ganze, die ganze Einbürgerungsprozess kostet 255 Euro. Für Kinder ist nur 51 Euro. Und dann, ja, ist man bereit für die Einbürgerung. Es ist meistens ein Tag ausgewählt, wo mehrere Eingebürgerte eingeladen werden und dann wird so. Genau, es wird feierlich gemacht, wo man sich einschwört, dass man halt zur deutschen Verfassung steht, sich bekennt und dann wird der Urkunde verabreicht und man ist Deutscher. Ja, nach der Einbürgerung muss man dann halt zur Rathaus gehen und sich einen Personalausweis und ja, Personalausweis beantragen und das ja, kostet dann 28,80 Euro. Und ich wollte auch zusätzlich zum Personalausweis auch einen deutschen Pass beantragen und das kostet dann 60 Euro. Ja, wie man sehen kann, am Ende des Tages kostet das Ganze schon einiges. Für mich war halt folgendes, für die Einbürgerung selber, die 255 Euro, für die Austritt aus der kenianischen Staatsangehörigkeit, die 230 Euro, die 25 Euro für die Einbürgerungstests, die 28,80 Euro für den Personalausweis und die 60 Euro für meinen Pass. Also wenn man sieht, es kommt schon einiges zusammen und das darf man auch nicht unberücksichtigt lassen. Ja, danke fürs Zugucken, Zuschauen, Zuhören. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen hoch zu geben. Könnt auch abonnieren, wenn ihr jetzt mögt. Ansonsten, ich hatte auf Deutsch gemacht, denn ich dachte, es ist ein Thema, was halt die deutsche sprechende Teilen geht. Nicht alle, die sich einbürgern lassen, sprechen Englisch. Aber ich hoffe, dass alle Deutsch reden. Ansonsten, hallo. Ja, und deswegen auf Deutsch. Ja, danke und bleibt gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, meine Lieben. Babe, so bin ich fertig. 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 Ja, dann mach halt. Wieso geht nicht zu? Warum? Weil die Kamera da steht. Nein, nicht Licht. Babe, du bist echt nur ein Das sieht Quatsch. aber natürlich aus. Nee, das sieht einfach nur dunkel aus. Nur Das die sieht nicht Zähne. dunkel aus. Nein. Das ist doch hell. Nee. Das sieht echt hell aus. Das bedeutet Ja, nicht. es tut leid. Das bedeutet nicht, Schatzi.